Schau Ghost Force im Disney Channel. Ah, was für ein wundervoller Tag für einen Blick in den Himmel, nicht wahr? Und wie könnte man seine Schönheit besser genießen als mit einer meiner allerersten Erfindungen? Dem Megaskop. Wow, haben Sie das selbst konstruiert? Oh, das habe ich in der Tat, Mr. Collins. Und es funktioniert sowohl am Tag als auch in der Nacht. Und haben Ihnen die anderen Dinos damals beim Bau geholfen? Sehen wir damit wirklich die Dinos im Weltall? Nun ja, also mein Megaskop mag etwas in die Jahre gekommen sein, aber seine digitale 16 Linsen rundum sich sucht auch heute noch immer ihresgleichen. Das Ding ist der Hammer. Professor Pascal ist immer für eine Überraschung gut. Und er ist so schlau und scharfsinnig, ganz genau wie du, Mike. Und bevor wir in den Himmel blicken, starten wir mit einer kleinen Fragerunde. Welcher ist der größte Planet unseres Sonnensystems? Jupiter. Korrekt, Mr. Coll. Ich meinte, Miss Baker? Mhm. Und welcher Planet ist demnach der kleinste? Der Merkur. Und welchen Umfang hat er? 15.330 Kilometer. Das ist korrekt. Mit Astronomie kennst du dich ja wirklich gut aus, Liv. Sie hat die ganze Nacht gebüffelt. Keiner weiß mehr übers All. Woraus besteht die Atmosphäre des Merkur? Wasserstoff, Sauerstoff und geringe Mengen Helium. Erneut korrekt, Miss Baker. Überaus beeindruckend. Gut gemacht, Schwesterherz. Du bist ja super schlau, Liv. Das wär's fürs Erste. Lasst uns nun einen Blick auf den Merkur werfen. Wow, ist das etwa der Merkur? Oh, die Vergrößerung meines Megaskops ist sogar noch besser, als ich gedacht habe. Also das nenne ich mal ein gewaltiges Glubschauge. Ob's auch eine Brille in seiner Größe gibt? So einen Geist habe ich noch nie gesehen. Oh, von welchem Typ er wohl ist? Spektral? Molekular? Stand das etwa nicht in deinem Streberbuch? Das finden wir wohl heraus, indem wir ihn einfangen. Let's go, Ghost Force!